Was war das denn? Staubsauger an Bord, das ist meine E-Zigarette. Staubsauger. Okay. Ich habe echt das Mikro ein bisschen weiter weg gemacht, damit das nicht so krass in euer Joghurthirn reinfließt. Mein Gott, hört das heute wieder nicht auf? Nope. Saras Fetisch ist auf jeden Fall. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge. Herzlich willkommen. Hahaha. Herzlichen Willkommen. Oder soll ich wie Yoda reden? Jochgurt, ne? Und nicht schon. HMS Swinger heißt das schon. Hast du Joghurt? Meinst du, man kann auch Joghurt online bestellen? Ich hab nur Naturjoghurt. Joghurt. Ich hab nur Naturjoghurt. Joghurt. Joghurt. Laktosefreien Joghurt. Sagt, ertrink ich dich. Dann ertränke ich dich. Joghurt. Ja, also, ich wusste, du tust es nicht. Oh. So, wir fangen okay, nochmal an. Mann über Bord. Mann über Bord. Ah, nein. Wann ist denn mit dem Anker mal? Weiß ich nicht, was mit dem Herrn Anker ist. Ja, ist er schon tot? Warte, wir können ja mal gucken. Kommen wir hier rum noch ein bisschen? Ja, ein Stückchen, nice. Ja. Also das Schiff sieht schon cool aus. Ja. Ja, mal gucken, wenn es noch ein bisschen weiter geht. Müsste. Oh shit. Okay, einmal bitte den Anker. Ich bin vom Bord geflogen. Ja, ich auch gerade. Ich suche schon mal die Skelette. So, also machen wir nochmal neu. Treffen wir uns in die Mitte. So. Was mit Joghurt? Joghurt. Boah, so. Das hört nicht mehr also. Auf jetzt. Also? Das hört nicht auf. Schlagsahne. Joghurt? Hier. Schlagsahne. Was ist das für Schlagsahne? Du mit deinem Holzbein, Alter, du siehst aus. Das ist wie du läufst. Ah. Wir hatten heute. Achso, ich. Achso. Das ist kein Holzbein. Das ist ein Eisenbein, ne? Ein Herrscherbein, ne? Herrscherbein. Warum um alles in der Trommel. Welt kann ich die Kanone nicht entladen? Ich spiel mal Trommel. Hier vorne. Oh mein Gott! Die. Ich hab mich gerade voll erschrocken, Alter. Ich schwöre auf Tod, ich hab mich gerade richtig erschrocken. Ey, ich hab hier so ein Endboss. Ja, aber was du nicht sagst, ich hab die in deine Kollegas. Die blaue Einheit. Ich glaub, die wollen mein. Die Blue Man Group ist das. Wo sind die hin? Gib den Joghurt! Ja. Hier, Kevin, der gehört dir. Das war ja, der Erste. So, hallo, also, ne? Ja, herzlich willkommen. Ja. Hallo und herzlich willkommen bei Joghurt. So, wir sind gerade hier auf der Insel und hier so, zwei Capitanos und vier. Zwei Admiralos und so, ja. Insgesamt vier Stück. Wie ihr gleich auch bestimmt sehen werdet, und der Kevin euch bestimmt gleich zeigen, haben wir das Schiff ein bisschen aufgepimpt mit andere Seefahrer. Wir waren bei Pimp My Boat. Genau. You've got to pimp my boat. Westship Custom waren wir. Oh, der ist mein und haben da eine Galeere. Ja, und die Sängerin haben Audrey eingeladen. Schiffsrumpf, also. Wir haben mal ein bisschen Geld locker gemacht. Yes, und ganz viel Joghurt gekauft. Und Schlagsahne. Kommt das Schlagsahne? Ja, das ja richtig. Ja, richtig. Du hast es Joghurt. Das hat gestern gar nicht mehr aufgehört. Nö, warum oh, shit, auch? Ich brauch Bananas in Pyjamas. Alter, eine Lampe, wir brauchen eine Lampe. Ich hab ne Lampe, ich komm. Ich auch. Ich kann euch ein bisschen leuchten. Aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Ja, auch wegen den Skeletten, weil die sind ja nur zu bekämpfen, wenn die im Licht waren. Pfeffer. Versenkt. Wieder ein Joghurt mehr. Oh nein, der ist unsichtbar! Ja, sag ich ja. Gar nicht. Nein!
Der hat mich irgendwie. Da ist jemand gestorben. Telepathie oder so gemacht, Alter. Ja, das war's, der Telepathie, ne? Gemacht. Zwei Hits hat mich getroffen, Alter, und dann auf einmal tot. Ja, ja, das war echt nicht cool. Was? Sarah, hier ein Totenkopf. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Ich weiß gar nicht, meint ihr, das wäre schlimm? Ich versuch mal. Was? Was war das denn? Staubsauger on board, das ist meine E-Zigarette. Staubsauger. Okay. Ich hab echt das Mikro ein bisschen weiter weg gemacht, damit das nicht so krass in euer Joghurthirn reinfließt. Mein Gott, hört das heute wieder nicht auf? Nope. Ja, wir haben du willst Schlagsahne. Das ist der Joghurt-Fetisch. Warte mal, das sollten noch vier sein. Wo ist denn der vierte? Keine Ahnung. Einen habe ich schon weggebracht, der ist schon unten. Ach so. Aha. So. Unten in der Ecke. In der Ecke, in der auf der stillen Treppe. Oh, jetzt ist mal gut hier, ne? So. Echt jetzt? Ah, alles schön. Wo hast du den? Du langweilig. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Schädel kuscheln. Ja, aber sowas von. So. Yeah, wir hatten übrigens gestern 18 Truhen. Ja. Und Schädel 3. Oder 4, ne? 3, 4, irgendwie sowas, ja. Ganz viel. So, wir müssen. Also der Rekord von Philipp, Kevin und mir, der Rekord mit knapp 20, das war schon. Ja. So, dann bitte einmal den Ankerlichten. Und wir hatten zeitgleich noch eine Schlacht. Oh ja. Weil der Philipp meinte, er müsste meine Kanone zum Gruß schließen. War irgendwie nicht so gut. Nee, ich habe keine Kanone zum Gruß geschossen, sondern ich habe mich geschossen. Habt ihr gewonnen? Ich wollte einfach nur höflich sein, an die Insel zu gehen, um Hallo zu sagen. Mhm. Also ich wollte winken, aber der eine hat dann direkt schon auf mich geschossen. Tja, ja, den haben wir dann versenkt und noch eine Truhe von dem geholt. Ja, das war also es war sehr erfolgreich. Und zielen konnten sie echt null. Die haben uns gar nicht getroffen. Die standen quasi in uns, Seite an Seite, und die haben nicht geschossen. Völlig fertig. Also, ne? Hättest du das hier sehen, Kevin, dann hättest du dir erst einmal gedacht so, oh mein Gott. So, wir müssen hier rechts zu der Insel zwischen den tollen Steinen. Ach, da direkt rüber. Ja. Zu den Giganten. Zu der Insel mit den letzten Bäumen, Brettern, Holz. Ach ja, ja. Ja, Sarah, sprich es aus. Nein. Ich versuche, mich kultiviert zu verhalten. Also wenn es gleich hell ist, dann kann man auch das Schiff mal richtig sehen und dann ist es pink. Ja, ein wenig. Rosa. Es ist dann die HMS Rosa-Roter Ritter von hinten. Was war das? Oh, sehr geil. Hinten links an der Insel Schaluppe. Die geilste Szene in dem Film ist das, wo der das kleine rosa Schweinchen rausholt. Mit dem Schatten. Das ist ja so geil. Oh Mann. Ah, und ganz viel Joghurt. Wo ist denn die Insel? Ich sehe die nicht. Ich weiß nur, dass das Steine sind. Links oder weiter rechts? Oder links? Wir fahren genau gerade drauf zu. Ja, fahren wir ein bisschen rechts vorbei hier. Lalala. Das ist ja eine Rieseninsel. Auf jeden Fall. Boah, die ist so groß, ne? Ich glaube, ich würde mich da verlaufen. Da einmal den Anker. Captain Kill. Frauen sind auf jeden Fall. Oh, sorry, Sarah, ich hab grad unter deinem Kleid geguckt.
Wie bitte? Ich war gerade hinter dir am Schwimmen. Ich hab das so bewundert, wie du auf einmal die Karte liest, dein Rücken sich so gerade hochstellt, wie so ein Klappmesser, ey. Ich wusste gar nicht, dass wir einen Perverser an Bord haben, ey. Hallo, Fetisch, Kanone, was ist los mit dir? Ja, aber Kanone ist... Alter. Jetzt bleib auch stehen, du blödes Vieh. Erst mich hier angreifen und dann weglaufen wollen. Schlange, ne? Doppelt aufpassen. Ich brauch Bananen. Oh fuck, weg hier. Boah, ey, leck mich doch am Arsch, ey. Wie viel frissen die denn? Die sind heftig, das sind diese. Das sind die Veganen. Deshalb haben die auch so Pflänzchen an sich dran. Die Vegano-Boys. Ja. Wo ist denn der jetzt hier? El Capitan. Oh, du Drecksvieh von Schlange, ey. Tada. Ich seh gerade null, ne? Der rennt weg. Noch ein Skelett. Nicht wegrennen. Feiges Huhn. Wo ist er hin? Warte. Wasser. Haben wir hier irgendwo vielleicht Bananas? Nur auf dem Schiff. Oh, hier ist El Capitano. Kapitän Gelhaul. Cartwright. Boah, hier ist schon wieder eine Schlange. Jetzt wird er gefistet. Boah, Junge. Wo ist er hin? Ins Jenseits. Zurück zu seiner Mama. Alter, hier sind Bananen, ich glaub's nicht. So, jetzt könnt ihr hier sehr schön das Schiff auf jeden Fall sehen. Oh ja, jetzt. Weil die jetzt. Haben auch die Segel hier schon zur Seite. Seht ihr Moment. Das? Yeah. Man achte auf die Galionsfigur. Moment, ich stehe noch hinterm Felsen. Ich habe hier gerade noch. Mir ist gerade erst aufgefallen, dass die eine Schatztruhe unter den Pfoten hat. Unser Schiff. Geil. Hat was. Läuft. Ja, und unsere Hakenhände auch und dein Holz-Fetischbein auch. Das ist ein Zahnstocher. Kevin, sieht mein Holzbein echt so schlimm aus? Guck mal. Der Philipp, der sieht aus, der macht uns Löcher ins Dirk. Alter. Das ist ein Witz, oder? Ach nee, komm, weißt du, Alter, das ist kein Holzbein. Das ist von, kennt ihr hier von diesen Kreiseln, diese Spitze? Die nein, weißt du, was das ist? Das ist ein Plug. Und es ist auch schwarz, das Ding, geil. Super. Ich muss mal eben die Raubtiger füttern, bin sofort wieder da. So. Ach. Raubtierfütterung. Sollen wir noch ein paar Schädel holen oder sollen wir ein paar Kisten holen? Egal. Hä, ein paar Kisten? So, einmal bitte abstimmen. Philipp, was machst du da? Ah, ne, Kevin. Ach, Mann, ich bin durch heute. Philipp, hältst du gleich den Anker fest? Ach so. Cool. Kann ich eben... Finger weg. ...abstimmen. Wissen wir noch gar nicht, ich muss noch ein bisschen. So. Ja, ich warte doch jetzt. Ich warte jetzt. Ich warte auch mal. Noch ein bisschen kannst du. Wie ist die Maraduras Arsch? Oder wie heißt die? Marauders Arsch. Marauders Arsch, da müssen wir hin. Norden. Wo kommt denn der Wind? Ich hoffe, das ist nicht so laut. Was? Zu laut? Okay, wir können. Mit meinem E-Puff-Puff-Ding. Genau, mein Buff-Puff-E-Ding. E-Ding. Ein elektrischer Buff-Puff. Das wird eng. Achso, Sag mal, Kevin, hast du mal vielleicht die Tage irgendwann Zeit? Für was denn? Ey, hier ist ein Alter, Stein. Wir sind irgendwo draufgekriegt. Der hat mich voll angeguckt. Der hat mich voll angekickt, ey. Ich glaube, wir laufen voll.
Soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Unser Boot ist, oder unser Schiff ist so robust, hier läuft nichts voll. Das war gerade ein Witz für unser Boot, Alter. Noch nicht mal jetzt ein Loch, oder? Ah, doch, hier, zwei Stück direkt oben. Ich hab gesagt, ich hab das unser Schiff eigentlich ja nicht gejuckt, ey. Auf nach Norden. Haben wir echt keine Schramme gerade kassiert? Doch, hier ein Deck auf erste Deck. Da wo die ach, das kleine Ding ist und so. Das hat ordentlich. Hier sind zwei Stück. Hier sind zwei Löcher. Das ist ja nix. Ohne Schaluppe von rechts, Leute. Jo. Oh, ich glaube, die will uns ran. Ja. Das vermute Fick ich auch. Lass es sein. Geh weg von uns. Der eine ist ins Wasser gesprungen. Ist schon weg? Ein Idiot. Ey, nee, die kommen. Die richten sich jetzt auf uns aus. Ja. Die wollen kämpfen. Der steuert aber keiner. Ja, es sind zwei Mann gewesen. Vielleicht sind sie auch runtergesprungen. Oh shit, die Kugel geht zu tief runter. Naja. Oh, die Scheiß. Piratenleben ist Pistole. Schon Pistole. Oh ja, voll. Was? Es ist doch so, wie es ist, ne? Ich brauche mal Munition, geh mal hier weg, ich brauche Kugeln. Ich habe auch Kugeln, kommen die jetzt, oder? Nö, die haben wieder, die haben ihr Schiff verloren, ich denke mir, die kommen nicht mehr drauf. Und das fährt voll gegen Stein gerade. Also in Richtung eines Steins. Ich glaube, das ist schon gegen den Stein geklatscht, oder? Kann auch sein, ne, das fährt er noch. Also ich mag das Scharfschützengewehr echt gerne, ne? Also ist schon echt nice, aber ich würde mich echt ein bisschen darüber freuen, wenn man den Zoom ein bisschen einstellen könnte oder so. Ja. Oder ob man wobei wirklich feststellen könnte, so dass man zoomt oder einfach nur so, ist ich mein, so über die Waffe. Geht's genau vor uns. Das? Da hinten ist die Insel, wo wir hin müssen. Marudas Arsch. Arsch. Wie Juchgurt. Belobigung freigeschalten. Ja. Untergrad 1. Wir haben gestern, wir waren gestern auch im Roten Meer. Ja, wir waren im Roten Meer. Wir wollten es ausprobieren. Wir haben es ja herbei. Und? Wir haben nach saftigen, fetten Stückeln gesucht, aber da waren keine. Also es war, ja, ja. Es war auf jeden Fall rot. Ja, und ja, tot. Rot und tot. Und wir haben Musik gespielt, damit wir hier diese. Den Titanic-Erfolg bekommen. Ja. Aber es haben den alle bekommen, abgesehen von mir. Cool, ne? Und es war seine Idee. Ja, und es war echt meine oh Idee. Oh Gott. Lass uns doch Musik spielen. Ich bin hier vorne hingerannt. Das der Arsch geht runter. Jetzt, ich meine, vorne noch schön, Alter. Auf einmal alle schön in die Kabine vom Captain rein, Alter. Die bleiben schön da unten. Ich renn natürlich wieder hoch, ne? Schön hier vorne stehen und Musik spielen. Hm, was passiert? Wupp. Boot auf Schiff auf einmal weg. Und die auch immer so, ich hab den Erfolg. Ich so, okay, entweder kommt der gleich. Hast du nichts raus, Philipp? Ich hab den auch noch nicht. Ja, machen wir noch. Spielt ihr beide Titanic? Habt ihr schon mitbekommen, dass wir morgen 18 Grad kriegen sollen? Was? 18 Grad im Kopf? Nee, tatsächlich. Dann. Ich schwöre. Zwar Schauer. Auf ins Freibad, und 12, ne? Aber 18 Grad. Ey, das wird übel warm. Wir sind ja nichts Gutes mehr gewohnt. Nö. Na, so oft, wie sich das Wetter hier umstellt. Ja. England 2. Marodas Arsch. Auch wieder kämpfen, okay. Einmal einer an den Anker. Ich
Wo sind die Skelettchen? Skletch. Ihr wisst, dass da genau gegenüber ein Turm ist? Ja, und ja, hier unten ist auch direkt eine Kanone. Das war scheiße! Echt? Das ist cool. Ja. Komm, Philipp, geh du rein, ich schieß dich. Ah, Fetisch! Fetisch! Ah, ich weiß, wo die sind. Bestimmt in dieser Burg hier. Ja, das macht Sinn. Hier ist aber alles vom Felsen getitscht. Oder auch nicht. Ich gehe Vorräte sammeln hier auf der Insel. Juhu. Ich bleib in der Nähe von dem Schiff, falls hier. Ach, das ist nur einer, ne? Ja, das. Nein. Würde ich dann das auch sind drei. Drei. Packt ihr die zu zweit oder soll ich euch lieber noch helfen? Ich muss schon hin. Wir müssen ja erstmal finden. Ja, wer weiß, wie das Minensuchspiel geht? Wer sucht, der findet, wer drauf tritt, verschwindet. Der war echt gut. Find den cool. Ah, Kanonenkugel. Das ist so geil, als ich laufe über Steine, hört nur so ein. Dock, 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 dock. Ich könnte mir vorstellen, wo die sind, da ganz oben auf dem Berg. Jetzt auf jeden Fall. Nein. Ich bin hier ganz oben auf dem Berg und hier ist nichts. Kann doch nicht sein. Aber wir sind auf der richtigen Insel, oder? Warte, ich noch mal in der Höhle drin. Ja, ich geh zurück. Ein. Das war doch diesmal Ruders Arsch. Och nice. Och nice, ich hab ne Kiste des Plünderers gefunden. Sehr schön. Wir müssen nach. Welche Insel war das denn jetzt? Maruders Arsch. Zuletzt, wir sind auf Maruders Arsch. Okay, und wir sind. Bei Maruders Arsch. Schaut mal unten am Strand in der Höhle. Das ist keine Höhle, das ist nur ein Durchgang. Okay. Und schaut da einfach mal irgendwo. Unterhalb halt. Warte, ich hier ganz oben schon? Ja, ich bin hier ganz oben. Ich war schon ganz oben. Ein bisschen tricky hier. Ich sehe auch keins. Also kein einziges Skelett hier. Kevin, schieß mich mal unten links in den Tunnel. In den Tunnel hier? Nein. Da oder den kleinen? Ja, der da. Skletschk, Skletschk. Herr Philipp, hier habe ich schon alles abgesucht. Ist doch doof. Ist ziemlich merkwürdig. Wir sind echt ziemlich weit oben rechts in der Ecke von der Karte. Ja, wir sind bei Maruders Arsch. Das ist aber echt. Leute, ich hab's gesehen. Das hatten wir das letzte Mal auch schon. Wo sind sie? Im Norden. Also quasi einmal links. Oh Gott, hier unten auch! Banane! Schnell, Banane! Wir hatten Glück, dass die nicht treffen können. Da waren aber drei. Wo ist der dritte?
Da hinten kommen die, hier spawnen die da hinten. Da kommen sie doch schon. Oh, das sind schon wieder welche, die wieder. Alter, Alter. Alter, das ist ja noch kein Endboss. Von den dreien. Mein Gott, was können die denn einstecken? Der musste gerade noch einen hinterher rennen. Ja, der hatte Angst. Oh nein. Und es wird langsam dunkel, das ist echt nicht. Ich hab keine Bananen mehr. Du bist richtig. Du kannst langsam anhalten. Boah, ey, töte diese Schlange, Alter, ich schwöre. Ich töte jetzt jede einzelne Schlange, die ich sehe, Alter. Die fuckt mich so ab. Da ist der Captain! Einer. Ja, da sind zwei Captain. Drei Captain. Nein, drei. Alle drei. Ach du Scheiße. Kevin, hier hin. Ich kann leider nicht dahin. Kannst du nicht hin? Kann ich jetzt? Nee, ich kann nur hier hin schießen. Hier vorne, an der Spitze. Ich muss nur mal die alte Lady. Ein bisschen fahren. Ja, da musst du lang da jetzt wieder hochbekommen. Alter, was kann er einstecken? Das ist ein normaler Schädel. Was machst du? Was machst du? Den Anker zu schon mal hoch, damit wir gleich direkt losfahren können. Ja, du hättest ein bisschen näher kommen können. Du bist sehr weit vom Ufer weg. Ey, die hat mehrere Kapitel. Ja. Kapitel 2. Joghurt. Joghurt mit Schlagsahne. Schädelkuscheln. Sind alle an Bord? Ja, müssen wir eben gucken, wo wir hin müssen. Blackwater Enclave. Okay, nein, nein, nicht abstimmen. Das ist einfach ein anderes Kapitel. Vorne rechts ist die Insel. Vorne rechts. Nice. Anker ist oben. Joa. Einmal die Segel nach rechts. Was ist denn los mit deinem? Okay. Dann.
Lip, hilfst du mal mit? Das Segel nach. Warte, okay, du musst ihn jetzt hingestellt. Nach rechts zu drehen. Ja, wir sind jetzt gleich schon da, alles gut. Sollten wir auf jeden Fall. Was die Insel ist. Jo, das ist sie. Also die Wahrscheinlichkeit, vom Kraken erwischt zu werden mit 4 Leuten, ist höher als... Sorry, dass ich den Anker geschmissen habe, aber hier links neben uns sind Kisten. Hier hinten am Heck. Die sind ein bisschen weit, aber... Ja, aber wir sind mehr als unter 100. Mehr als unter 100, okay. Das ist wie Joghurt. Ich hätte gerne mehr, weniger Joghurt. Nein! Ach, verdammt. Was, Hai? Haben wir leider nicht im Angebot. Nein, ich bin schon wieder vom Turm gefallen. Fällst du da runter? Das hält mir andauernd. Musst du dich anschneiden? Indem das X das nicht richtig annimmt. Oder eine Strickleiter. Ja. Der nimmt anstatt das X für die Treppe die Glocke und ich denke, ich bin auf dem. Hey Philipp, der Philipp, Treppe. Hi. Hi. Warum sagst du denn jetzt hi? Wir haben doch eben. Oh mein Gott! Ist das dein Scheiß Ernst? Und ich habe keine Munition. Jo, ist klar. Hau rein, Kevin. Schön. Wetten, der biest mich jetzt? Pass auf. Ey, bis jetzt sehe ich den nicht um dich herum. An. Er lehnt sich mit mir an und ich habe ihn gekillt. Also, hier also, sind jetzt noch. Man sollte sich merken, immer vorher. Und 7 Kanonenkugeln. Seine Munition zu checken. 7 Kanonenkugeln sind hier noch. Also. So, der Hai ist tot. Oh, da kommt schon wieder ein Hai. Ja, die haben anscheinend die Spawnrate ein bisschen höher gesetzt. Ich hab den Hai getötet. So, einmal 100 haben wir und 1. 101 Kugel Eis. Ja, ich hab noch 10 dabei, also 111. Ich hab auch noch 10. Das sind doch noch welche, oder? Nein, ja, 7 Stück. Ach, lieber 7 haben, als wir 7 nicht haben. Bist du noch mal auf dem Weg dahin, Philipp? Jo. Ja, wir können schon mal. Brauche ich dann nicht mehr kommen? 120 haben wir. Erscheinen reicht, Sarah. Erscheinen reicht. Auf unserem Boot muss man kommen. Nee. Wohl. Ich erinnere euch gestern an den Keller. Okay. Übrigens, unser Keller war gestern feucht und das lag an der Zweisitzer Ledercouch. Ja. Ja, weil da ganz die, unten. Die haben sich da halt ein bisschen. Genau, die Consuela, die. Bird hatte gestreikt. Da finden immer Bird die Castings statt. Gesagt, das wisch ich nicht weg. Ja. Da hatte die Lute keinen Bock mehr drauf. Philipp, ist jetzt alles leer? Ja. Die letzten 7 Kanonen habe ich gerade noch so mitgeschleppt hier. Ich meine, ihr hättet auch ruhig weiter schippern können. Mit Schmerjungfrauen Taxi genommen. Dann hätte ich das Horn benutzt. So, kannst du Anker hoch. Und blauer Spube. Anker hoch. War 127. Aber wir sind ja schon da. Yes. War ja flott. Ja. Es war kein Stau heute. Also supi. Ja, weil wir und einmal den Anker. Jo. Fresst Menschen. Fertig. Oh mein Gott, die sind hier direkt. Ja, deswegen. Ich nehme mal ein paar Kanonenkugeln.
Treffer. Nice, Kevin. Ich glaube, wir haben alle, ne? Nice. Ne, haben wir noch nicht. Alle. Nein, vier sind das. Vier? Ja. Oh mein Gott. Jo. Nice, Kevin. War echt nice. Knapp, du. Wir haben Hühner. Nice. Ja, man, die Hühner sind tot. Kevin, du hast Hühner. Oh, hier. Oh, hier. Nein! Nein, ich hab keine Kanonen geholt. Komm, den kriegen wir doch. Die Sau hier. Ja, hier ist ja noch einer. Ich kümmere mich um den anderen. So, den anderen habe ich. Ich komme zu dir. Boah, Junge. Jo. Aber da muss noch einer sein. Das sind nochmal Kanonen. Nee, wir haben. Wir sind noch keine Ahnung. Wir müssen nach Sunken Grove. Wo ist denn also Sunken Grove? Das mit den Kanonenkugeln ist auf jeden Fall wieder richtig nice. Ja, so langsam kriege ich auch immer mehr den Dreh raus, wie ich zielen muss. Ja, das ist super. Das Problem, was ich nur habe, wenn das Schiff auf einmal anfängt, sich abzusenken oder sich aufzusenken, mit dem Wellengang muss ich noch ein bisschen mehr mit einbinden, dann finde ich das auf jeden Fall schon mal besser. So. Alle Schädel an Bord? Nee. Nein. Zwei liegen da noch. Zwei liegen. Und da sind noch ein paar Ressourcen auf der Insel. Ein paar Kanonenkugeln, glaube ich. Ja, drei Stück noch. Drei Stück. Sunken Grove, wo ist das? Sunken Grove? ich dreh gerade den irgendwo auf der Karte. So ein bisschen hoch. Oh, du Witzbold. Aber dürfte eigentlich, glaube ich, hier in der Nähe sein. So, meine lieben Leute. Heute extra im Angebot. Lustig. Lustig? Peter, lustig. Heute sind Lustfische im Angebot. Okay. Das Sunken Grove. Das kaufe 10 und bekomme 8. Haha, der war Südwesten. Super. Ja, ich würde sagen, wir segeln weiter zu Sunken Grove und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir hier weiter, ne, mit dem Joghurt. Ich gönne mir jetzt erstmal eine Joghurette. Ja, Joghurt. Joghurette statt Joghurette. Nein, ich bin nicht drauf. Hast du einen Pott Schlagsahne noch dabei? Ja, Schlagsahne. Ja. Und dann werden wir auch den Philipp hier mit seinem schönen Plug hier wieder. Das Ding. Wundert dir gerade mein Bein? Ah. Das ist aber ein zierliches Bein. Ja, das wünschen sich manche Frauen immer, so dünne Beinchen. Warum sind wir so langsam? Weil die Segel nicht richtig gesetzt sind. Also, ne? Na gut, wir setzen die Segel und sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.